da sind wir beim nächsten Spiel. Ich habe den Dom dabei. Servus. Und wir gucken uns an Esparval gegen Colorless Post. Colorless Post hier diese komische Liste von wegen wenig Eldrazis, aber doch viele Planeswalker. Ach, hier mit dem Artefaktor. Mit dem Golos, genau. Und auf der anderen Seite Esparval, so die klassischste Esparval-Liste aktuell. Auch schon mit den neuen Kreaturen. Also mit dem wunderschönen Apprentice. Ach so, den, ja. Der hat dem Deck echt gut getan. Ja, Apparition, Entschuldigung. Für die Leute, die sich beschweren, dass ich Apprentice sage, es ist Apparition, aber mega. Ja, Wasteland gut gegen Post-Deck. Da kommt eine Blastzone. Ist das schon die Blastzone? Ne, das ist noch die alte Foil. Ich höre mittlerweile die Glass Shattered Foil. Richtig schön. Ja, da wird einfach gewastelandet, damit man die Biole behält. Biole ist halt hier auch sehr, sehr wichtig in diesem Matchup. Ja. Und wie in jedem Matchup, weil, naja, das Deck heißt halt Esparval und das nicht ohne Grund. Da kommt ein Cloud Post. Fetch Brainstorm, okay. Ach, ich dachte gerade, da wären wie Suva, oder das ist der Foil Cloud Post. Das ist der Foil, ich glaube, FNM oder Player Reward, ich bin mir gar nicht sicher. Das sieht irgendwie ein bisschen aus, als würde da so ein Insektenhaus. Ist auf jeden Fall ein Promo. So, auf der anderen Seite, der Skyclave ist auf jeden Fall auf der anderen Seite. Das der Meddling Mage noch. Ich glaube, da ist ein Teferi drin. Das, ja, zwei Stück. Ist der gerade draufgegangen. Ja, ansonsten noch ein Brainstorm und ich glaube noch ein Flicker Dude. Okay, gut. Zwei geht auf zwei. Dann geht der Draw. Skyclave oben drauf. Genau. Kein Fetchland, was ein bisschen schade ist. Aber gut. Meddling Mage, uff. Jo, was sagt man da? Grim Monolith. Ja. Vermutlich Grim Monolith. Es könnte auch. Ich wüsste nicht, was man sonst sagen sollte in dem Moment. Ich meine, klar, man könnte halt Angst haben vor den komischen Eldrazis, aber nehmt hier, glaube ich, einfach Grim Monolith. Spyglass. Spyglass. Das ist natürlich gut. Darauf wird reagiert und einmal der Charming Prince. Charming Prince gemacht mit Scry, vermutlich. Scry, ja. Okay, nächste Runde kann man ja den Apprentice reinschmeißen, dann kriegt man das Spyglass weg. Ne? Eine Bottom, eine Top. Und dann wird geschaut. Brainstorm, Operation, Land. Ja, da wird die Esparval genommen, ganz sicher. Weil, also die Etherval. Ja. Die Esparval. Es ist nur noch die Esparval. Ja, sag ich beim nächsten Diff in Texas. Ja. Gut, dann für drei Mana. Man könnte jetzt hier die Apparition feuern, glaube ich. Weil es sind, glaube ich, zwei Tonnen drin, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ist die Frage, ob man das will. Das sind zwei Tonnen drin. Ja. Ist halt die Frage, was man gezogen hat. Was man auf der Hand hat, ne? Ob das aber jetzt scheint. Ja, oder so. Oh, natürlich, das ist auch eine coole Sache. Dann kann man sogar noch eine Karte ziehen, ne? Yes. Wurde nicht. Nee, wurde tatsächlich mit Plus gemacht. Vermutlich, weil man lieber schauen wollte, was da noch kommt zum Bouncen. Das kann natürlich sein, aber irgendwie. Kannst du jetzt nicht hundertprozentig sagen. Also hier hätte man auch bouncen können für den Card Draw. Also die erste Idee wäre halt, dass nicht weil angesagt wurde, aber das wäre ja schon fast schwachsinnig. Ja, ich glaube, sonst außer dem Teferi nichts drin, was man dann sagen kann. Wasteland. Wasteland. Das kann natürlich sein, aber auch das ist meistens nur ein One-Off und das ist schon gefeuert. Denn der Gegner es nicht weiß, freut man sich umso das mehr. Stimmt, ne? Das stimmt. Aber das ist natürlich jetzt die Frage, was mit dem Sky. Das sind jetzt Spyglass angesagt. Vier. Ja. Vier Mana, Khan, Chalice auf zwei. Ich glaube, ich sehe eine Chalice auf der Hand. Die Judge Reward ganz vorne. Ja, ja. Chalice. Trinisphäre habe ich gesehen. Ja, die Trinisphäre macht halt nichts. Ne. Außer ein Brainstorm für drei Mana, das ist halt. Okay. Ja, das könnte tatsächlich auch einfach gut sein. Ja, ansonsten, wenn Khan dabei wäre, Khan könnte man machen. Oh, ein Tome. Tome ist eine ganz witzige Karte. Und zwar kann man die mit die geopfert, wenn man da drei Marken drauf hat. Man kann sie tappen, Scry 1, legt eine Marke drauf. Oder ich glaube für ein Mana tappen oder zwei Mana tappen, Draw Card, legt eine Marke drauf. Wenn die geopfert wird, kriegst du viel Leben.
Was ist das andere da? Das andere ist eine Sphere of Resistance. Jeder Spell kostet ein Mana mehr in Expedition aus. Ich meine Aether Revolt, kann aber auch sein, dass es Kaladesh ist. Ich kann die Dinger nicht auseinanderhalten, ja, aus welchem dieser Sets kommt. Ist keine Yu-Gi-Oh! Expedition. Nein, dementsprechend ist es nicht aus, wie heißt die wunderschöne? Mhm, genau die. Amonkhet und ja. Gut, jetzt die Frage natürlich hier mit dem Teferi. Man wird wahrscheinlich hier was bouncen. Die Frage ist, was? Okay, das Tome. Mhm. Dann Scry 1. Und habe ich noch überlegt. Das Tome macht halt eigentlich sehr wenig aktuell. Gab's da nicht irgendeine Kombo mit? Nee, weniger. Da war das wirklich nur so ein bisschen zum Durchsuchen, ein bisschen Card Selection, weil in Colorless Post hast du halt nichts, außer jetzt ganz neu den Brainstone. Aber ansonsten hast du halt nichts, was du da drin wirklich machen kannst. Die können ja den Brainstone spielen. Nicht, dass du das wolltest, weil der kostet ein Mana, aber ja. Ich habe gesagt, können, nicht müssen. Ja, ja. Oder sollten. Genau, Brainstorm, Beat für 4. Dann. Sind zwei Skyclaves auch da. Interessant. Da wird wirklich Aetherwald angesagt gewesen sein. Vermutlich. Ja, nächste Runde dann Skyclave spielen. Dann kann man den zweiten. Skyclave woanders drauf prügeln. Ja, das und macht dann jetzt. Gibt ihm. Ist nicht so verkehrt. Auf der anderen Seite liegen 5 Mana halt auch schon darum. Ja, das stimmt. Ich habe nicht drauf geachtet, ob letzte Runde ein Landjob gemisst wurde. Ich glaube ja. Ich glaube auch, ja. Und ich sehe jetzt auch gerade kein Land auf der Hand. Das ist natürlich. Ja, und er hat halt jetzt die 4 Sphere of Resistance liegen. Ja. Heißt, alles kostet noch ein Mana mehr. Das macht es halt auch irgendwie ein bisschen schwieriger. Jetzt mit ein bisschen, in Anführungszeichen, wenig Mana. Ja. Ja, ist halt. Er hat immer noch mehr Mana als. Also, Kallis braucht dann nebenbei immer noch mehr Mana als Esperweil. Aber es gibt ja einen Grund, warum er so viel Mana haben möchte. Ja, und haben muss. Chalice auf 1. Yes. 3 Mana hat Chalice auf 1. Noch 3. Auch ein sehr cooles Ding für die Operation. Und dann für. Und dann gebe ich den Zugang nicht ab. Das ist wieder der komische Stein, ne? Ja, der kostet aber alles ein Mana mehr. Ja. Ja, okay, könnte man ja bezahlen. Stimmt, 6 Mana, klar. Klar, ich habe nur 4 Mana gesehen, ich weiß nicht warum. 6 Mana wurden bezahlt, klar. Das sind. 2x3. Ja, 6 Mana. Ja. So, dann bei der Fetch, dann kommt ein Fetch-Land. Wahrscheinlich auch nicht so, dass man wollte. 3. Da ist jetzt noch eine Aetherfiole, die ist halt richtig tot jetzt. Aetherfiole ist halt jetzt richtig eklig. 14 zu 18. Ja, ich würde die Skyclave einfach schon mal legen auf. Ich denke ja. Himmelsfest. Oh, boah, da könnte man jetzt wieder das Tomann sagen. Oder eben die. Ja, das kostet aber ein Mana mehr, das Ding. Nee, die bleibt ja komplett weg. Ja, okay, gut. Würfel mit einer 2. Ein kleinerer Würfel, damit man sieht, dass. Jetzt wieder die Frage, ob es Meta hat, wahrscheinlich nicht. Dann für 4. Beat für 4. Gehe ich auf 10. Tiefri war geplust. Genau. Und Go. Ja, das ist wahrscheinlich auch wieder die Aetherweil aktiv. Genau. Da wird gescrollt. Ja. Ist halt jetzt ganz cool, wenn man jetzt den Gegner halt ein bisschen da Druck setzen kann. Ja, die Skyclave, jetzt hat man halt schon 6 Beater, 6 Pressure auf dem Board. Genau, und kann damit halt auch einfach mal den Schaden reinhauen. Theoretisch sogar 8, wenn man den Skyclave jetzt einfach reindammt. Oh ja. Stimmt. Aber ich glaube nicht, dass das worth ist, oder? Da wartet man doch lieber, bis man irgendwas hitten kann. Ich glaube, das ist ein Land auf der Hand gewesen. Ich glaube, bei Colorless Post ist auch, glaube ich, das Problem, dass die ganzen Sachen, die einen wirklich interessieren, man mit dem Skyclave gar nicht wegbekommt, ne? Die großen Planeswalker? Nee, die kosten alle 4 oder mehr. 4 oder mehr. Jetzt so ein Ugin kommt oder so, wäre halt zum Beispiel sehr strong. Ja, also einmal alles, was Farben hat, platt machen. Ne? Genau, wäre genau spielbar für 9 Mana. Da haben sie ein Leben dazu bekommen, das kann das Deck ja. So, das heißt, wir haben okay. Also wurde die, nicht die, der Cloud Post, sondern der Glimmer Post. Der Glimmer Post wurde kopiert. Interessanter Move. Also hat man wahrscheinlich nicht so viel auf der Hand. Ja, da muss man, ja stimmt, da muss man dann halt auch ein bisschen haushalten. Ne? Was man wie benutzt und tappt und kopiert. Die Visuva sind halt einfach gut. Ja, das stimmt. 8 Mana, schon getappt. Spielen eigentlich 6 Mana für Golos.
Schuhe. Passiert. Dann wurde er schon gedroppt. Hat er dieses Land drin, damit er sich die Farben machen kann? Ja, natürlich. Dann, warte mal, wenn du die Farben machst, was macht er dann nochmal? Du exilst die obersten, glaube ich, 4 oder 5 Karten und kannst eine Karte davon playen. Das ist halt echt strong. Vor allen Dingen in einem Deck, wo dann Sachen auf einmal sehr günstig werden. Genau, als Selection. Ja, hier wird ge... Ja, es ist farblose Counter, damit man beim Suchen nicht vergisst, wie viel Mana man noch im Pool hat. Achso, ja. Macht schon Sinn. Ja, kann man auch einfach auf die Länder legen. Ja, aber so als Token macht man ja bei Storm auch. Ja, stimmt. Ganz schön. Es ist auf jeden Fall schöner, als einfach nur die ganze Zeit zu sagen, ja, übrigens, ich habe noch 2 Mana. Und übrigens, ich habe noch 2 Mana. Habe ich erwähnt, dass ich noch 2 Mana habe? Ja, und dann hat man auf einmal nur noch 1 Mana und keiner weiß wieso. Ja. Da ist das Winter's Flare. Genau, das ist ein Flare. Stiftet zu Beginn des Abgibs ein Leben geben. Und irgendwas von wegen Artefakte. Ja, man kann damit Artefakte raussuchen. Stimmt, ja. Ja, okay, das könnte jetzt halt echt problematisch werden. Vor allen Dingen jetzt mit dem Golos, der ist halt auch noch eine fette Sau. 3-5 ist schon strong. Da muss man schon fast den Teferi minusen und dann will man eigentlich nicht, ne? Ja, wobei, wenn man jetzt halt wirklich noch hingehen kann, was man kann, es kommt halt jetzt drauf an, was noch passiert. Also, wenn jetzt noch irgendwas für die 3 Mana, irgendwas ordentliches kommt. Also für 2 Mana. Sphere of Resistance, so dank. Da wird. Ah, okay. Für 2 Mana einfach eine Karte gezogen. Gut. Also ja, okay, das man jetzt wirklich einfach nicht. Das Ding kauft einen jetzt eine Menge Zeit. Das wird gleich 4 Leben generiert. Ja. Naja, oder halt einfach nicht. Weil genau, weil es wird rausgenommen. Der Skyclave hatte kein Fliegen. Nein, auch wenn er so aussieht, er hat kein Fliegen und er gibt auch keinen Illusionstalk mit Fliegend, sondern der ist einfach nur blau. Ach, das ist auch immer so. Warum nicht? Na, eine Baleful Strix. Strix. Ist halt auch nicht schlecht, ne? Damit kann man was Gutes nachziehen. Ja. 3 Mana Strix. Damit kann der Golos schon mal nicht angreifen. Quarkart. Ah, jetzt hab ich nicht gesehen, was drauf war. Ja, genau, Golos kann ich angreifen, aber Golos wird hier eh gebounced. Damit man überhaupt durchkommt. Da kann man noch eine Card Draw. Das Force und. Schwing für 8. Das ist schon ziemlich gut. Das sind 6, 8, ne? 8. Dann geht 6 runter. Plus man hat eben jetzt das Force in der Hand. Das ist ziemlich gut. Force mit Pitch oder wie? Lecker. Das kam ziemlich gut. Ist halt jetzt die Frage, was auf der anderen Seite runterkommt. Ja. Hat er eine Karte noch Souls drin? Weiß es nicht. Kann gut sein. Auf Golem wäre schon fast. Genau, der smarte Play ist halt jetzt die Trainingssphäre als erstes auszulegen und dann den Golos, aber dann verliert man halt trotzdem, glaube ich. Ah ne, man kann sich ja nochmal 5 Leben machen. Man kann sich nochmal 5 Leben machen, genau, und das ist halt jetzt die Frage. Das sind alles 1, 2, 3, 4, ja, das geht genau auf. Ja, guck mal halt schon in die Röhre, ne? Ja, da ist auch das Forst dann nutzlos. Dann kommen die 6 Mana für Golos. Das sind sogar... Ich glaube, hier wurde Mana vergessen, ein Leben vergessen mit der Inventors. Nee, man hatte keine 3 Artefakte. Nee, hatte man nicht, stimmt. Das ist korrekt. Ja, genau. Da kommt der Glimmerpost. Glimmerpost gibt 5 Leben, ist man wieder auf 11 Leben. Ist das Inventors Flare nicht selber ein Artefakt? Nein. Nur, ich glaube sogar ein legendäres Land, aber ich bin mir gar nicht ganz sicher. Okay, so viel mal. Für 3 dann, genau. Den Hull Breacher. Genau, einfach nur als Beater. Als Beatstick macht er halt eine Menge, ne? Ja, ist halt ein 3-2, aber ich glaube sonst nicht was. Können wir hier irgendwie noch ein Land? Man kann jetzt für 6 Mana Force Hardcasten. Ja, das ist halt aber auch nicht so eine Sache, die man eigentlich machen will. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das wird jetzt halt schon mies. Vor allem jetzt einfach nur mit dem Vogel anzugreifen, ist halt auch nicht geil. Ja, das ist halt, ich hätte den damit tatsächlich nicht angegriffen, damit er mit dem Golos nicht angreift. Ja, aber wenn er mit dem Golos angreift, ist der Backswing zu groß. Der Backswing überlebt dann nicht, das stimmt. Hier hätte man überlegen können, beziehungsweise argumentieren können, einfach All-In zu gehen mit seinen Kreaturen. Dann wäre wahrscheinlich... 9? Das sind 12 Schaden gewesen. Dann blockt er 3 weg. Genau. Das heißt, es wären 9 gewesen.
Und dann nächste Runde nochmal schwingen, in der Hoffnung, er spielt kein Land, was ihm Leben gibt. Ja. Also ich glaube, hier hätte man einfach mit All-In schwingen müssen. Gut, auf der anderen Seite jetzt. Okay, nochmal, genau. Diesmal sind es 6 Leben wiedergeben. Das sind noch 17. Das kann das Deck halt auch. Und das ist richtig krass. Das ist richtig widerlich an dem Deck. Ja. Da kommt Khan. Ja, da kommt der Double Fetch. Das ist halt auch witzig, ne? Der tappt gerade ein Land, um sich einen Khan zu machen. Und hat, glaube ich, noch Mana im Pool. Ja. Das ist halt irgendwie Kern. Das ist dumm. Nee, das ist super. Das ist super. Also, Colorless habe ich ja auch selber schon gespielt. 5? Also, nee, Colorless nicht, aber das Post habe ich ja gespielt. Das Green Post. Sehr, sehr oft. Und ich mag Postländer. Es gibt einen Grund, warum die im Modern gebannt sind und im Legacy so cool sind. Ja, die sind echt cool, aber. Boah. Puh. Das ist schon echt widerlich. Ja. Jetzt ist halt die Frage: Jetzt kann man natürlich was ziehen, was einem ein Land rettet, einem nicht den Arsch. Nee, Land plus Ding nicht so gut. Denke, genau, mit der Inventors Flare kann man jetzt schön was raussuchen. Was ist die Frage, was sucht man? Nee, im Normalfall, genau, Ballista macht halt viel. Och, Schaden. Weil die kommt halt mit gefühlt unendlich Marken ins Spiel. Die kriegt auf jeden Fall eine Menge Marken. Und die räumt da alles weg. Genau, die räumt eine Menge weg und ja. Das ist jetzt halt echt bitter, ne? So ganz kurz vor knapp. Ich meine, selbst wenn man jetzt mit allem angegriffen hätte, hätte der trotzdem genug Leben bekommen, damit er den zweiten Swing überlebt hätte. Genau. Ich glaube, der hätte sogar die Leben fast schon wieder rausbekommen, die mal ihm reingedrückt hätte. Und man hätte eine Kreatur verloren. Genau. Von daher. Deswegen, das ist schon krass, was so farblos ausmacht. Das ist mega, mega interessant. Auf der anderen Seite, hier muss man auch sagen, erstmal weil hier auch nicht so glücklich gezogen die ganze Zeit. Weil ich glaube, zum Beispiel die zweite Fiole kam direkt nach dem Chalice und. Jetzt, ich glaube, die letzten 2 oder 3 Runden waren nur noch Länder. Ja, das ist sehr viel Land für das Deck, was da liegt. Ja. Das sind mehr Länder, als der Colorless Post-Spieler hat. Wobei man auch sagen muss, der Colorless Post-Spieler hat auch, glaube, 3 oder 4 Landdrops, glaube ich, vermisst. Ja. Also es war ein sehr, sehr, sehr interessantes Spiel, wo beide Sachen wirklich was machen. Aber hier, das ist meiner Meinung nach jetzt schon over. Was? Achso, ja, das ist die Balking Ballista, die da gerade angeschippert kommt. Genau, deshalb, das ist meiner Meinung nach jetzt over. Ja, da kann man, glaube ich, ach, du Schande. Mit 7 Marken. Ja, da kann man erstmal den. Ja, man kann vor allem mit den Skyclays sich einfach auch Blocker machen. Stimmt! Man macht einfach 2 Zweier. Ja. Ja, und da wird geschoben. Gerade jetzt noch mit ich glaube, 16 Leben noch übrig. Das ist halt echt bitter. Von den Sideboard-Optionen her, erstmal weil halt wirklich. Ich glaube wirklich, 4 gegen Artefakte ist nicht drin. Colorless Post kann auch das Dust reinschmeißen. Wenn sie es im Cyber spielen, ja. Aber es ist auf beiden Seiten, glaube ich, nicht. Ja, so wir wissen ja, dass Ferret ein Freund von Turbo-Orb, auf jeden Fall Turbo-Orb, ja. Stimmt. Den kann er reinschmeißen. Der ist natürlich gegen Esper bei richtig strong. Ein Snailing Bridge. Ist die Frage, ob man ihn wirklich möchte. Ich weiß nicht, oder ob man ihn im Sideboard lässt wegen Khan. Jo. Weil ich glaube, das ist so ein Teil, was man im Sideboard lässt für Khan. Das kann man auch, das stimmt. Ja, und dann. Ja, mal schauen, was jetzt passiert. Ja. Genau. Da ist es auf jeden Fall schon nicht gut, wenn man keine Fiole hat. Aber. Tapland Go. Ah, stimmt, erstmal, weil er hat 2 Wastelands im Support. Ja, die kann man natürlich schon reinnehmen. Boah, immer noch keine Fiole. Ja, aber hier hätte man, glaube ich, den Brainstorm schießen müssen. Ja, ich glaube auch. Weil man will den ja in seinem Mainstep schießen. Ich glaube, das war hier ein Fehler, dass man das nicht gemacht hat. Das ist das komische Ding. Ja. Da kann man den Brainstorm jetzt stocken. Und jetzt sieht man wahrscheinlich die Ätherwahl. Vermutlich. Nee. Glück gehabt, das nicht. Aber genau das. Also wenn ihr immer Ätherwahl spielt, man feuert den Brainstorm meistens eher in der Mainstep, damit man, wenn man noch eine Fiole zieht, sie eben auch spielen kann. Das ist hier ein bisschen falsch. Der beste Sorcery der Welt. Okay. Ja. Wird auch im Delver mittlerweile so oft einfach als Sorcery gespielt. Wurde nicht gefetcht. Ich glaube, das war eine Lavinia, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, das wäre natürlich Zucker. Die wäre natürlich Banane gut. Ja. Zählt zwar nur für Non-Creature, ist aber, glaube ich, nicht so relevant. Du musst mir noch mal kurz vorlesen. Ja, ist die Frage, was jetzt kommt. Ne? Das ist das falsche Land, glaube ich. Also wenn man jetzt die Lavinia spielen möchte, was man tun sollte, glaube ich,
Muss man hier, glaube ich, ein anderes Land nehmen? Ja. Ja, hat man auch gerade realisiert. Ja. Da muss blau-weiß her. Blau-weiß, ich glaube, man nimmt einfach das Schwarz-Weiß, was man ganz am Anfang runtergelegt hat. Genau. Double Blau ist sehr selten in dem Deck. Und Schlawinia. Super gute Karte. Ja, kennen wenige tatsächlich. Ja. Deswegen wurde sie, glaube ich, auch so dahingelegt. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass Non-Creature-Spells nur noch castet werden können, wenn genauso viele Länder im Spiel sind, was halt die Pause ein bisschen langsamer macht. Mhm. Und wenn der Gegner was für Null spielt, wird es gekontert. Das ist, glaube ich, irrelevant in diesem Matchup. In den meisten Fällen. Ich glaube. Aber ja. Golos funktioniert, weil Golos ist also es gilt nur für Non-Creatures. Mhm. Und da ist Force of Negation auf der Hand, was jetzt auch nicht so geil ist. Richtig. Und man hat einen Karakas, um den zu bouncen, damit man noch mehr ETBs haben kann von Golos. Ich glaube, das macht man nicht. Das macht Spaß. Ja. Gewinne, gewinne, gewinne. Ja. Kommt sogar noch ein Cloud. Mhm. Krass. Da liegen halt jetzt 10 Mana Turn 4. Das ist schon Banane. Das ist schon krass viel. Und ich bin ja persönlich eher ein Fan von der grünen Version. Einfach aus dem Grund heraus, weil man damit halt auch tight spielen kann. Ja, und der Elvish Reclaimer. Und den Elvish Reclaimer, genau. Hat man einen Beater. Es ist was auf dem Board, was auch man mal Türen einrennen kann. Man braucht keinen Beater, wenn der Gegner verzweifelt versucht zu gewinnen. Man kann einfach mal Türen einrennen. Das ist nicht immer gut. Ja. Auch wenn ich hasse, dass der 3-4 wird. Ja. Nee, und dementsprechend ist es schon glaube ich, auch so eine Religionssache, welche von beiden Sachen man spielt. Hier die Skyclave auf den Tome. Das verhindert auf jeden Fall die Leben. Das ist eine Ancient Tomb, oder? Ja, das ist eine Ancient Tomb. Da ist jetzt halt echt die Frage, was da jetzt noch großartig passiert. Ne? Auf der Seite vom Esper Waldspieler ist die Hand jetzt auch nicht so pralle. Nee, vor allem, weil das Force of Negation noch abgeschaltet ist. Boah, 5 Mana in den Pool getappt. Was ist das? Das ist ein neues Monument. Ach, das. Und das Monument gibt farblosen Kreaturen +2/+2. Und immer wenn was für ein was Farbloses tappt, tappst du einmal mehr. Ja, einfach noch mehr Mana, weil man hat ja nicht genug Mana. Es hat aber auch eine Relevanz tatsächlich. Und zwar gibt es in diesem Deck damit auch eine Combo. Ach, stimmt, mit dem Grim Monolith. Nicht mit dem Grim, aber mit dem Basalt Monolith. Mit dem Basalt Monolith, genau. Genau, da kommt das. Oh, das Schiff. Was zur Hölle? Ja. Darf er spielen, weil er hat auf jeden Fall mehr als 5 Länder. Er hat genau 5 Länder. Das muss man halt sagen. Das ist halt dieses genau 5 Länder haben, damit er das alles spielen kann. Das war schon gut. Abgetimed. Genau, da kommt noch der Khan. Boah, was ein Witz, ey. Ja, das war ein sehr, sehr guter Start dann vom Colors Post. Heidanei. Ja. Sehr, sehr gut. Ist das der Japanese Khan? Nee, das ist der Stained Glass. Deswegen hat es mich gerade eben so ein bisschen verwundert, dass die Blast Zone nicht in Stained Glass ist, weil sowohl der Khan als auch der Ugin ist es. Aber der Stained Glass, ich weiß gar nicht, ob Ferit weiß, dass die existiert, weil die ist erst vor einer Woche oder so rausgekommen. Das ist natürlich auch nice. Ja, dann kann man die flickern. Ne? Flickern für den. Ja, das verschiebt jetzt das Problem eigentlich nur. Was macht nochmal dieses dämliche Vehikel? Das ist ein wunderschönes Auto. 6-5. Und immer wenn es ins Spiel kommt oder angreift, Lightning Bolt. Ah. Und ich glaube Crew 3, was halt super witzig ist, weil der Golos dann in dieses Auto einsteigen kann. Ja, deshalb. Das müsste doch eigentlich dann im Boden schleifen. Ja, ja. Lustigerweise ist es halt so, dass wenn du das Ding mit Khan aktivierst, wird das zu einem 5-5er. Und triggert trotzdem, auch wenn es nicht gecrewt ist, weil es deine Kreatur ist und angreift. Oh, ist das behindert. Es ist super witzig. Ich finde es richtig, richtig cool. Da kommt die Schlawinier wieder. Gut. Ja. Da ist wieder ein Khan, da ist ein Ugin. Und eine Menge Mana. Und eine Menge Mana. Den Ugin kann man jetzt aktuell noch nicht casten. Weil man nur 5 Mana hat. Genau. Da kommt schon wieder das da Ding. Da ist so ein Monument schon wieder. Dann haut man mal für 2. Ne, man crewt. Der kostet, das ist nur aber 2. Ja. Der ist nur 2-2. Wenn das mit Crew 3, dann nicht. Genau, ich meine, es wäre Crew 3. Ja, aber mit Golos kann man crewen. Ja, da haben wir mal weniger Blocker. Hm. Ja, also aber auf jeden Fall das 6. Land. Das ist das Land übrigens für Golos auch. Ah, ja, damit kannst du dann Golos aktivieren, obwohl du komplett colorless spielst. Genau, da wird jetzt gecrewt und dann wird.
Angriff Shoot Lavinia. Ah, das man könnte. Das, hat, das stimmt, das hat Wachsamkeit, ne? Nee, nee, man könnte das, nachdem es gecrewt ist und bevor man in den Combat geht, könnte man das bouncen. Ach, mit, das ist. Ja. Das ist ja legendär. Ja, und Crew muss man ja in der Main Phase machen. Naja, aber es reicht nicht für. Nee, musst du nicht. Das Crewen kannst du, bevor du Attacker deklärst. Geht dort instant. Es gab damals eine riesen Regelproblematik, weil, wenn du dich erinnerst, gibt es einen Goblin, der im Kampf 9-1-1 macht und danach kannst du damit auch noch crewen. Und das gab ein Riesenproblem, weil der konnte crewen. Wow. Weil es ist ein Beginning of Combat. Also so Rebel Master oder Legion Warboss konnten. Nur Legion Warboss. Rebel Master bringt die angreifend getappte Stimmt. Und das macht einen riesen Unterschied. Das hat damals so einen Shitstorm ausgelöst im Standard, dass das wirklich ganz, ganz anstrengend ist. Ja, stimmt, da kannst du mit Smuglax-Copter angreifen, da war doch was. Ja, Smuglax-Copter, beste Karte. Genau, hier wird gebounced, bevor Ding ist, aber das ist, glaube ich, irrelevant gewesen. Ja, da toppen wir jetzt für 1, 2, 3. Ich glaube, 5 oder 6 Mana, 4 Mana, 4 Mana? 4? 4. Ja, im Endeffekt ja für mehr. 5. 5, 6, 7, 8. 8, ja, ja, genau, stimmt, das sind 8. Das ist schon. Das ist jetzt schon irgendwie ein bisschen dumm. Sein, ja. Ja, ja, das, die, das sind 8, ja. Und jetzt kommt einfach mal der fette Ugin angeflattert, ne? Ja. Und der macht jetzt alles platt, was Farben hat. Nee, nee, das ist der kleine Ugin. Das ist der 6-Mana-Ugin. Der 6. Der macht ja Zeug noch günstiger. Genau. Da kommt dann der Grim Monolith umsonst. Ja. Und der wird gecountert. Der wird gecountert. Weil er jetzt umsonst bezahlt wurde. Richtig witzig. Weil Lavinia sagt, genau. Für null zu casten, also ohne Mana zu bezahlen, ist. Genau, da wird das Schiff gemacht zum Zerstören. Ja. Gibt natürlich auch immer noch Leben. Stimmt, da kommt ja immer, wenn dann ein Artefakt ins Spiel kommt, gibt das Ding auch noch Leben. Ja. Da gibt es doch diese dann mit dem Basalt-Monolith, diese Kombi mit dem komischen Artefakt, von wegen, wenn du was enttappt, bei dir enttappt oder beim Spieler enttappt, musst du millen. Ja, aber das ist ja eine andere Kombo. Ja, ja, aber das war nämlich eine, die ich jetzt irgendwie im Kopf hatte mit dem komischen Ding. Ja, aber das Basaltmonolith kannst du ja so oder so dafür unendlich tappen. Da brauchst du ja die Verzauberung, das Ding nicht. Stimmt. Der Basaltmonolith ist ja selber für 3 Mana tappen, 3 Mana enttappen. Und hierbei ist es halt so, dass du eben 4 Mana machst und für 3 Mana enttappst und damit halt Gewinn erzeugst. Und, ja, und jetzt haben wir halt einen Khan, ne? Genau, und Khan könnte jetzt, wenn ein Basaltmonolith im Sideboard ist, den Basaltmonolith suchen. Weiß jetzt nicht, was das bringen sollte, weil. Oder nicht Mana bringt dir an der Stelle, glaube ich, nicht. Nur weil du könntest nochmal einen Golos aktivieren. Der hat noch 2 Mana über. Das heißt, man könnte was für 4 Mana spielen. Ja, beziehungsweise für 6 Mana. Lettuce. Ja. Genau. Und Lettuce kostet halt genau 4 Mana. Ja, und dann kann man dann surrendern, ne? Weil selbst mit den 2 Beatern machst du halt gar nichts. Nee, kommst nicht an Khan. Du kannst einmal noch auf Khan auf 1 runterprügeln, das war's. Ja, 0-2 Kallus Faust gegen Esper Wild. Das ziemlich krasses Match. Ziemlich zerlegt. Beide Matches richtig krass. Und anders, ja, war ein Rematch. Er mischt die Lettuce rein. Spiel hatten wir schon mal. Und dementsprechend, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.